Morgen. Was möchten Sie denn dafür haben? 4 Euro. 4 Euro? Ja. Alles klar. Oh, warum hat der Thailänder noch zu? Jo Leute, was geht? Hannes Kott TV ist am Start und ja, es ist Folge 10 von Flohmarkt Handlegen. Total geil. Einfach nur schön, dass wir jetzt die 10. Folge drehen. Ich freue mich total auf Flohmarkt. Diesmal wieder Allerpark, wo ich damals diese seltene Spielekonsole gekauft habe. Und das ist das zweite Mal seit den 10 Folgen, dass ich wieder dort bin. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ich finde ein paar Gamecube-Spiele, weil ich habe eigentlich nie Gamecube-Spiele gefunden auf Flohmärkten. Also bei den letzten 10 Folgen. Und ja, und ein paar Manga wären auch geil. Und ja, ich bedanke mich noch bei allen, die jetzt so viele Folgen dabei waren. Einfach immer total schön, wie die Leute schreiben oder mir Tipps geben und alles Mögliche, immer total nice. Ach, sorry Leute, ich bin müde. 5.40 Uhr, ich stehe hier vor dem thailändischen Restaurant auf dem Parkplatz und mache mich jetzt auf den Weg zum Flohmarkt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Leute, 10 Folgen Flohmarkt-Hunting und ich fahre zu dem Flohmarkt, wo ich weiß, wo Blitzer stehen und da werde ich natürlich geblitzt. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht 21 zu schnell, sonst war es das mit meiner Flohmarkt-Zukunft. Hey, einfach total leidend. Ich hoffe, ich kriege ja wenigstens dafür was Schönes auf dem Flohmarkt. Was sollen der Yoshi hier kosten? 3 Euro. 3 Euro? Machen wir für 2? 2,50. Okay, mach mal. Oh. Machen wir 25 für den? 28 habe ich gesagt, ne? 27. 27, ja. Machen wir 26. 26, okay. Ja, machen wir. Ich schmeiß nur das Spiel noch raus, jo, ja. Was drin ist. Nee, Tetris. Ja Leute, Flohmarkt war eigentlich ganz nice, Nintendo Labo für 4 Euro, mein erster Game Boy Color, ich hatte nämlich immer nur den normalen Game Boy und danach den Advance und am Ende des Videos kommt noch ein Gastpart von richtig guten Kumpel und ja, gönnt euch einfach das Video und viel Spaß. So, als erstes Leute habe ich mir hier so eine Form geholt, ja, da könnt ihr Wasser reintun, dann habt ihr nice Eiswürfel, das sind hier Fischchen und das Schöne an denen ist, die sehen halt echt aus wie echte Fische. Man denkt halt echt, da schwimmen echte Fische im Glas. Ja, da könnt ihr euch gönnen. Schön Fischcola. Total nice. 50 Cent habe ich es gekauft. Ich bin glücklich. Dann Leute, ein HDMI-Kabel für 1 Euro. Ja, ich habe jetzt die Monitore wegen dem neuen PC und die ganzen Classic-Konsolen. Deswegen, ja, HDMI-Kabel für 1 Euro. Ich kann nicht genug davon haben. Perfekt. Ein Yoshi-Plüsch, ja, für 2,50 gekauft, ja, kann man auch nicht meckern drüber, ist ein sehr guter Kurs, weil die sind eigentlich ziemlich teuer, die Dinger, und ich freue mich, Yoshi für 2,50, dann Game Boy Color, 26 Euro, ist natürlich jetzt nicht so zum Verhältnis von meinen anderen Konsolen, die ich immer kaufe, vom Preis nicht so günstig gewesen, 26, aber ich freue mich trotzdem, kann man machen, 26, ich bin halt Sammler, ich möchte alle Handhelds und alle Nintendo-Konsolen in meiner Sammlung haben. Mit dem Game Boy Color habe ich es jetzt abgedeckt. Ich hatte nie einen. Ich spiele zurzeit Robocop vs. Terminator drauf. Ist ein sehr cooles Spiel. Ich weiß nicht warum, aber ich mag es einfach sehr. Er funktioniert. Er hatte erst Probleme hier unten mit der Pfeiltaste unten. Aber jetzt klappt alles perfekt. Und ja, ich freue mich sehr darüber. Ich danke Ihnen. Ich danke diesen Verkäufer. Er hat auch einen Spielzeugladen. Ich blende mal den Flyer ein, wenn ich den finde. Ich habe den irgendwie verbuzzelt. Und ja, von meinem Lieblings-Pokémon-Kartenverkäufer habe ich hier meine erste. Ich möchte hier alle 151 Pokémon-Karten haben. Also die ersten 151 Pokémon als Karten haben aus dem Basisset. Rocket, Fossil und was es nicht alles so gibt. Und ja. Update, Quapuzzi habe ich, Fukano habe ich jetzt, Rosana habe ich jetzt, Sterndu habe ich jetzt, Arcani, Starmie, Evoli, Pikachu, Shiggy und Chillok. Ja, ich danke dir,
Ich sehe den wahrscheinlich morgen. Es ist gerade Freitag. Ich nehme gerade auf voller Spätschichtstelle wieder auf. In einer halben Stunde muss ich los, deswegen das Video muss schnell gemacht werden. Er bringt mir Folien mit, hat er mir gesagt. Ich hoffe, er vergisst es nicht. Ich freue mich auf dich. So, dann von einem anderen Verkäufer. Matrix. Eingeschweißt alles noch. Richtig geil. Wollte er erst 5 Euro haben, aber dann habe ich noch hier irgendwelche zufälligen Pokémon-Karten gekauft. Ich weiß nicht, was drin ist. Kommt ein separates Video. Haben mir schon viele geschrieben, die haben Bock drauf. Ich habe viele von diesen Mystery-Pokémon-Karten-Decks, sage ich einfach mal. Und ja, hat er mir dann alles hier für 12 verkauft. Also 4 Euro für alles. Ja, ich glaube, es ist auch trotzdem viel zu teuer. Da sind wahrscheinlich Scheißkarten drin. Ich denke nicht, dass er mir jetzt irgendwelche Tech-Team-Karten da reingelegt hat. Oder Full Arts oder sonst was. Keine Ahnung. Machen wir ein separates Video. Und jetzt geht's. Nintendo Labo. Ich habe da noch nicht reingeguckt, Leute. Das machen wir gemeinsam. So, das machen wir mal so. Ohne die Switch. So, mal gucken, was hier alles drin ist. Ja, ich denke mal, das ist das Spiel. Oha! Das ist noch eingeschweißt. Leute! Junge, Junge. Das ist also wirklich komplett... Hey, das ist komplett das Ding. Ey, das ist ja voll krass. Die hat mir tatsächlich... Für 4 Euro Nintendo Labo eingeschweißt gegeben. Ey, ja, unfassbar. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich weiß nicht, ob ich damit was anfangen kann. Also, entweder ich tausche das Ding oder ich mache halt ein Video, wie ich Nintendo Labo spiele. Geil, Alter. Das ist einfach neu. Es ist einfach neu. Ich dachte jetzt, okay, da hat sie schon ein bisschen mit was gemacht. Ey, aber das ist alles komplett drinne. Ehrenfrau, danke. Einfach nur nice. Ja, jetzt kann das Wochenende beginnen. Wir sehen uns beim nächsten Flohmarkt-Hunting-Video, Leute. Jetzt kommt mein Gaspard von Creeper mit Hut. Checkt auch seinen Kanal ab. Link ist in der Beschreibung. Ja, er ist nicht mehr aktiv, aber hat lustige YouTube-Kacke-Videos gemacht. Und ja, ihr seid die Geilsten. Lasst doch Like und Abo da. Haut rein und gönnt euch Creeper mit Hut. Mein Ziel auf Flohmärkten ist es eigentlich zurzeit Amiibo zu finden. Diese sind aber relativ selten, da die meisten Leute nur Skylander verkaufen. Vor kurzem habe ich einen Daisy Amiibo gesehen, den es vor ein paar Wochen bei Saturn für 1 Euro gab und er sollte da 10 kosten. Nice. Es war kein Amiibo, aber trotzdem ein schönes Stück zum Hinstellen. Dieses kleine Rayquaza habe ich für 2 Euro erworben. Passend dazu gab es noch ein Grodon, welches aber vom Hersteller anders aussah und auch absolut verranzt war. Ein Kyogre gab es leider nicht, sonst hätte ich mich vielleicht doch noch breitschlagen lassen, das ranzige Grodon zu nehmen. Und ich weiß, dass man es nicht so ausspricht, aber ich weigere mich. Die zweite Sache, die ich gefunden habe, ist eine Büste von Beethoven. Die sollte regulär 6 Euro kosten. Ich habe sie für 5 runtergehandelt. Die wird auch einen schönen Platz in meinem Regal finden und sich da gut machen. Einen richtigen Wert der Figur konnte ich dabei leider nicht ermitteln. Es hat sich herausgestellt, dass die Figur von einem Schreibwarengeschäft aus Österreich ist und diese mit 20 bis 30 Euro auf eBay gehandelt wird, dabei aber nicht von dem gleichen Hersteller ist. Aber ich will die Figur sowieso selber behalten, von daher ist das auch kein Problem.